Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück nach einer etwas längeren Abwesenheitsphase von mir bei Evil Labs. Und es hat heute einen besonderen Grund, warum ich Evil Labs als erstes zeige und nicht Stonehearth, denn für Stonehearth brauche ich A, mehr Zeit, die habe ich morgen, und zusätzlich habe ich eine kleine, aber feine Überraschung für euch. Und zwar geht es darum, dass der Entwickler von Evil Labs, Mirabolis Studios, mich kontaktiert hat und unserer Community, meiner Community, euch die Möglichkeit bietet, 5 Game Keys von Evil Labs bei mir sozusagen verlosungsmäßig zu erhalten. Das heißt, ihr möchtet dieses Spiel haben und deshalb möchte ich dann von euch eine Nachricht haben, warum ihr denn bitte Evil Labs haben möchtet, und ich werde dann euch alle, die daran teilnehmen, in einen Lostopf schmeißen und auswürfeln. Das heißt, es wird völlig fair vonstatten gehen. Denn wie ihr mitmachen könnt, einfach ein hübsches Kommentar unter dieses Video schreiben und abwarten. Kommentare, nicht Nachrichten und auch nicht im Discord mich anschreiben, sondern nur Kommentare unter diesem Video werden gewertet. Und wenn ihr gerade dabei seid, wäre ein Daumen nach oben dazu zeitgleich natürlich grandios. Und ja, mit dieser Möglichkeit der Verlosung von 5 Game Keys von diesem hübschen Spielchen hier, legen wir jetzt einfach mal direkt los und gehen in das Spiel hinein. So. Und ihr seht, voll. Also wir haben einfach so viel Medikamente, dass wir unbedingt infizieren müssen. Und unsere Krankheit, wie ihr seht, hat einiges nötig. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Übertragung, wie zum Beispiel Pollution und Radiation. Nehmen dann zum Beispiel das Niesen und wählen noch aus, dass die Krankheit nicht so gut geheilt werden kann. Und dann infizieren wir. Und dann gucken, wie viel wir erwischt haben. 17 Stück. Alles gut soweit. Und die lassen wir jetzt mal kommen. Preise sind auf 50 hoch. Gut, Geld gibt's. Das Geld ist jetzt aber gar nicht mal mehr so relevant bei uns, denn wir brauchen unbedingt eigentlich ja immer mehr Forschung. Und wir machen wahnsinnig viel Forschungspunkte. Das heißt, wir können jetzt hier oben die Newspaper uns überlegen zu erforschen oder ein weiteres Sheriff. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal als allererstes. Jetzt haben wir hier ein weiteres, das wird direkt, boah, schaut euch das an, wie schnell das vollgesetzt wird durch die ganzen Fabriken. Und hier haben wir jetzt gerade die Leute, die zu unserer Kasse kommen. Wir warten dann natürlich jetzt auch auf einen weiteren Kassierer. Da. Und dann schreitet das auch alles so weiterhin voran. Das Chemielabor haben wir ja auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Erforschung, auf Labs. Und dann möchte ich eigentlich das genetische Labor auch mal upgraden. Dafür brauchen wir aber 4000 Forschungspunkte. Für das Chemielabor als Upgrade brauchen wir nur 2,5. Und um das nekrotische Labor zu erforschen, was halt mit Todesursachen zu tun hat, denke ich mal, ein bisschen eklig ist, brauchen wir 5000 Forschungspunkte, eine ganz schöne Zahl. Das sind auch die einzigen Sachen, die wir jetzt erforschen können. Production ist wie gesagt schon durch, da warten wir auf die Beta-Version. Disease ist ebenfalls schon durch. Ne, doch nicht. Disease können wir noch. Ach ja, und falls ihr euch jetzt fragt, hier, wann kriegt ihr dann das Spiel, wenn ich die Verlosung fertig habe? Also, ich werde versuchen, die Verlosung dann nach circa 4 bis maximal 7 Tagen zu beenden. Gucken, ob ich so lange brauche. Und ja, bekommen werdet ihr den Key dann, wenn das neue Evil Labs Update rauskommt, was mir vom Entwickler versprochen wurde, dass eben jetzt direkt rauskommen wird. In ein paar Tagen und mehrere Jobs einbindet und. Das heißt, da könnt ihr gespannt sein. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt und happy, dass ihr da vielleicht dann auch was gewinnen könnt. So, wir haben hier die Schlafzimmer, das läuft alles. Wir haben eigentlich glaube ich, auch alle... Oh ne, hier, das Zimmer haben wir noch nicht aufgewertet. Das machen wir mal kurz. Sonst haben wir, glaube ich, alle aufgewertet, ne? Ja. Ich glaube sogar das hier unten. Das ist soweit alles geupdatet, außer halt die ganzen Labore, die ganzen kleinen sind auch ausgebaut. Nur halt die beiden hier unten noch nicht. Die wären aber jetzt gar nicht mal so schlecht.
Wir haben jetzt 4000, um das Genetiklabor auszubauen. Kommt hier eine Gerätschaft hin, da hinten und hier. Voll geupdatet. Das genetische Labor müsste dadurch wesentlich mehr Forschungspunkte ermöglichen. Und das Chemielabor ist dann das nächste Ding. Und wir haben auch wieder eine Krankheit bereit, die wir raushauen. 32, es ist schon krass, was wir hier so infizieren an Leuten. Und das bringt uns halt Kohle, Kohle, Kohle. Und das können wir gar nicht, also kaum noch investieren. Wir könnten halt neue Bewohner holen, normale kleine Forschungslabore bauen. Fragt sich halt nur, ob das so sinnvoll wäre. Was auf jeden Fall sinnvoll wäre, wenn ich auf Production gehe. Nee, im Moment. Hier wäre das Ding. Für 4000 weiter runterbuddeln. Oder jeweils für 10.000 zu den beiden Seiten. Das hier geht noch nicht. Und das bräuchte, wie gesagt, 4000 Forschungspunkte. Ganz schön viel. Da kommen wir so schnell auch nicht ran. Aber hier oben läuft's und das ist gut. So, aber um die Forschungsgeschichte noch zu beschleunigen, baue ich jetzt hier nochmal ein Basislabor. Voll erforschen. Ein Staff mehr. Er hier. Der kommt hier schon mal runter. Und hat die Regeneration eingestellt. Und jetzt geht's los. Hier unten können wir noch Betten weitere bauen und Relaxing Zones und was wir hier alles so finden. Und ja, Hauptsache wir können forschen und machen Punkte. Und ihr seht, das geht sehr schnell. 1,5 haben wir jetzt gleich schon. Also das ausgebaute Genetische bringt sehr viel. Chemie wäre halt der Next Step sozusagen. Und das Chemielabor updaten wir mit 2,5. Also gleich. Wir haben schon nämlich gleich die 2 voll. Und dann geht's los. Ja, der Hintere hat gar nichts zu tun. Na, jetzt mal. Und ja, unser Lager ist halt randvoll. Also da wird hier noch ein Shelf hinpassen zum Schluss und das war's dann. Oh, wir haben was. Making Money. 10.000. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet gerade, sagt mir Steam. Weil wir die 10.000 geknackt haben. Das ist natürlich toll. Ja. Und wir können uns da sehr freuen. So, wir haben jetzt die 2.2. Wir wollen das 2.5er Update für unser Chemielabor. Also los, erforscht. 2.400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und die 10. Und ab geht's. Jetzt können wir das Chemielabor updaten. Ach, das sieht doch gut aus. Das ist eine Elemententabelle hier. Also alle Elemente sind hier aufgeführt. Hattet ihr Lust früher auf Chemie? Wart ihr so die Chemiker oder eher Biologie oder eher Physik oder gar nicht? Naturwissenschaften überhaupt nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und wir erforschen weiter. Wir infizieren weiter. Haben jetzt schon wieder 500 Forschungspunkte. Also es ist natürlich klasse, dass diese Labore ziehen hier sehr viel. Das ist echt gut. Und wir haben halt immer Infizierte. Das ist auch praktisch. Und während da jetzt überlegt wird, was man so machen kann, sehe ich, dass unsere Relaxing Zones gar nicht benutzt werden. Die Essensbereiche auch nicht. Also das ist alles noch recht okay. Aber ein neues Schlafzimmer wäre nicht schlecht, falls wirklich mal viele schlafen wollen. Und ich glaube, er geht dann sogar hier hin, weil das eher auf der Ebene liegt. Aber sie schlafen alle, sie relaxen gut. Wunderbar. Wir infizieren halt immer sehr oft die absolut gleichen Länder. Die hassen uns irgendwann. Wie sieht es eigentlich aus? Hier oben. Nö, das geht alles noch. So viel haben wir auch noch gar nicht insgesamt infiziert. Insgesamt sind es 3,5 gleich. Ja, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft, weil wir noch nicht genug Forschungspunkte haben für die ganzen Krankheiten. Aber ich brauche diese 5000 für dieses nekrotische Labor. Wir haben gleich erst 2000, also da, mal gucken.
Was wir mal machen können, ist, wir können mal die Übertragungssymptome ändern. Machen wir so. Würde ich, jetzt kommt dann etwas ekligeres dazu. So. Oh, hier steht sehr gut was schon an. Und gleich ist die nächste Krankheit bereit, verstreut zu werden. Die verstreuen wir direkt in die Mitte des Landes. Das ist was ganz anderes. Denn... Na, mal gucken. Und wie viel hat's erwischt? 34. Gleich stehen die hier ewig an und alle drei Kassierer arbeiten. Ja, also genug Kohle machen wir auf jeden Fall. So. 2,5 haben wir jetzt schon an Forschung. Wir brauchen ja dieses Labor. Oder wir gehen weiter auf Krankheitsforschung, auf mehr Punkte. Dafür brauchen wir nur 3000. Dann kann ich viel mehr Punkte verwandeln, also umsetzen. Mache ich erst das und erforsche eine komplett neue Krankheit? Na. Nee, wir brauchen das nekrotische Labor. Möchte ich schon haben. So, was ist mit ihm hier los? Oh. Ein paar Bewohner muss ich anscheinend nochmal überprüfen mit ihrer Einstellung. Das ist hier. Warum das auch nicht? Vielleicht stellen sich auch manchmal einfach ein paar zurück. Das kann natürlich auch sein. Er ist nicht zurück. Er auch nicht. Auch nicht. Komisch, da waren ein paar bei, die jetzt sich nicht regenerieren wollten. So, 42. Boah. Ist echt mehr geworden. Und ihr seht, die Forschung ist jetzt gleich auf 4000 hoch. Also die 5 schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Aber bald sind wir auch an dem Punkt angekommen, dass wir nichts weiter bauen können. Und die 4000 ist gleich erreicht. Ja, und wie gesagt, also nochmal, wir sind, damit ich das zu Ende bringe, wir sind bald an dem Punkt angekommen, dass wir alles gebaut haben, was in dieser Beta 075a ermöglicht ist. Klar, wir haben die Forschung für andere Gebäude noch. Zum Beispiel dieses Labor. Das hier oben hört es aber schon auf, das können wir noch nicht erforschen. Hier auch noch nicht, aber ich denke, sobald die anderen Jobs möglich sind, weil wenn wir auf Staff gucken, haben wir hier all diese Entwicklungsstufen. Da glaube ich, werden wir dann einiges haben, so dass wir Leute hier dann lehren, schulen und die lernen und werden dann zum Wissenschaftler oder was weiß ich, was da noch so kommt. Vielleicht müssen wir auch irgendwann unser Labor verteidigen, weil diese Länder haben ja auch militärische Stärke hier unten, very low. Und da bin ich halt mal sehr gespannt. Oh, wir haben gar keine Krankheit gerade. Da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern diese militärische Stärke sich auswirkt auf uns und unser Labor. Vielleicht werden wir auch mal angegriffen von irgendeiner konkurrierenden Organisation, vom FBI oder was weiß ich. Keine Ahnung. Wieder 42 infiziert. Super. Und wir haben die 5000. Wir haben die 5000. Labore. Wir haben's. Das hier oben ist erst in der Beta erhältlich. Upgrade kostet nochmal 5000. Das macht doch alles nichts. Das Neo-Dingens-Labor kommt hier jetzt hin. Passt hier jetzt noch Normales hin? Ah, wie ärgerlich. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wir brauchen einen neuen Staff. Das ist Dan. Dan kommt hier jetzt mal her. Habt gesehen, er hat sich einfach runtergestellt im Stamina-Erholung. Natürlich doof. Und jetzt erforscht er hier den Toten. Das bringt natürlich wieder sehr viel Forschung. 26 und hier stehen sie alle an. So, können wir jetzt denn hier das eigentlich schon verwenden? Ein bisschen für... Nee, das müssen wir noch freischalten. Was habe ich damit denn jetzt freigeschaltet unter Disease? Das hier, glaube ich, ne? Ja. Das habe ich freigeschaltet. Okay, dann gehen wir wieder auf die Krankheit. Increased chance of death. It also increased the fear of
After Effects of the Disease. Klasse. Das wählen wir jetzt auch mal aus. Und das ist dann... Na, ich würde sagen... Diese Herzkrankheit nehmen wir mal. Confirm. Mal gucken, wann wir diese Krankheit jetzt raushauen, wie viele dort bezüglich dieser Todesangst dann zu uns kommen. Auch sehr spannend. Obwohl das Geld jetzt derzeit gar nicht mehr so das Problem ist. So, was können wir denn noch so erforschen? Das sind alles 5000, 7000, 4, 2, 3, 2, 5, 2 und 2. Und unter Labs können wir eigentlich jetzt nur noch das hier erforschen. Und dann sind wir mit der Laborerforschung komplett durch. Und das kostet uns nochmal 5000 Forschungspunkte. Unter MISC können wir uns noch erweitern. Admin geht das Training für den Kassierer. Ach, und hier oben Newspaper Magazine für 2,5 Forschung. Und ein weiteres Regal, Newspaper und den Kassierer das Training für die 25% schneller für 2500 Forschung. Dann rechnen die hier oben schneller ab. Das wäre auch mal cool, bin ich der Meinung. Dann schaffen sie halt wesentlich mehr in ihrer Arbeitszeit. So, 12 nur infiziert, aber es ist nicht schlimm. Denn dieses Kassierertraining würde ich sehr gerne mal erforschen für 2,5. 3. Na komm, schenkt mir ein paar Forschungspunkte. 4 und 5 Kassierertraining. Ja, sie sind flotter. Sehr gut. Ja, Leute, einiges auf die Beine gestellt. Ihr wisst Bescheid bezüglich der Verlosung. Und ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und danke natürlich auch an alle, die jetzt wieder dabei sind, trotz meiner Pause. Aber die brauchte ich. Und ich wünsche euch jetzt noch den allerbesten Tag, den ihr euch vorstellen könnt. Auch wenn es draußen regnet, ist scheißegal. Bleibt zu Hause von mir aus und genießt den Tag. Also, bis denn. Das war euer Zigaro. Macht's gut. Tschüss.